Guten Morgen. Ja, ich möchte euch schnell das Loaded Envelope, was ich von der lieben Niki bekommen habe, zeigen. Ja, das ist, liegt jetzt auch schon 2 Tage wieder da. Und ich möchte das gern wegräumen, auch wenn ich keine Zeit habe heute. Gell, mein Schatz? Ja, ich zeige es euch mal. Da ist es. Wirklich wunderschön, richtig schön kunterbunt. Das ist ja wirklich einmal ein Träumchen. Ja, ich mache das auch schon im Stehen. Ich setze mich jetzt erst gar nicht, weil mir fehlt einfach die Zeit. Ja, zuallererst einmal Gummibärchen. Die kriegt meine Kleine. Da freut sie sich. Dankeschön. Muss ich aufpassen, dass der Papa die nicht wegfuttert, ne? Wir sind Babys. Dann ein wunderschönes Album. Richtig wunderschön und kunterbunt, also perfekt für den Sommer. Das sieht auch richtig toll aus, ne? Muss ich mir merken hier. Ja, und richtig wunderschön, richtig kunterbunt. Die kann man dann immer noch so aufklappen. Also das ist wirklich, ja, sehr groß. Man kann, ja, viel unterbringen. Hier sind nochmal so Tags, hat sie gemacht. Entschuldigung. Oh, meine Nase juckt. Dann hier. Auch schön hier mit der Randstanze. Ne? Hier schön mit der Randstanze gemacht. Also wirklich wunderschön. Hier haben wir nochmal Tags. Das sind auch Tags hier. Ein großer. Schön buntes Papier ist auch schön fröhlich, ne? Hier nochmal. Und hier die letzten Seiten. Und da haben wir noch ein paar. Ja, ich weiß schon, wer da jetzt sitzt. Oh, gibt's denn das? Okay, das war bestimmt aus dem Block draußen. Auf jeden Fall wunderschön. Vielen lieben Dank. So, dann. Ja, es hat's ein bisschen durchgewuselt. Ja, hier eine wunderschöne Karte. Sieht nicht schön, also passend zum Sommer. Ich denke, das kann ich zeigen. Auch hier von innen schön verziert, ne? Ja, mega schön, oder? Ich glaube, die sind vom Action, ne? Ist echt schön. Ich glaube, die hole ich mir auch. Ja, wenn man was sieht, ne? Dann hier einmal richtig tolle Sticker. Die sind so lederpuffy. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber die sind richtig toll. Was ich bloß schade finde, dass die Regenbögen nicht bunt sind, ne? Ist ja nicht schlimm, kein Thema, aber wunderschön. Dann haben wir hier noch ein Klemmerchen, die auch wunderschön verziert, muss ich mir merken. Viele Bastler, viele Ideen, ne? Dann hier einmal Filzteilchen mit Sommerfarben. Da haben wir Vögelchen, Schmetterlinge, Blümchen. Ja, auf jeden Fall wunderschön. Ich freue mich so. Ich finde die Elefanten so knuffig. Ich muss einmal gucken, von wem die sind. Ich weiß das gar nicht. Aber ich habe die gesehen. Also, ne? Das Video hat sie übrigens jetzt online. Ich habe es noch gar nicht geschaut, aber ich habe es gesehen. Schieß mich tot. Da muss ich dann mal gucken, von wem die Elefanten sind. Weil ich finde die so knuffig, als ich die hier gesehen habe. Gott, sind die süß. Oder? Mensch. Vielen lieben Dank, die sind echt ultra niedlich. Ja, Zeit zum Lesen ist eher weniger. Ne, mit meiner kleinen Hexe. Dann haben wir einmal Glitzersteinchen. Ja, gehen immer und überall, ne? Ach, die sind aber nicht aus dem Action. Aha, made in China. Jetzt muss ich gleich niesen. Nö, doch nicht. Dann einen Kugelschreiber mit Alpaka. Ja, also ich kann mich mit Stiften im Moment wirklich zudecken. Das ist der Wahnsinn, was ich an Stifte habe hier. Aber ist nicht schlimm. Ja, wenn meine Kleine kommt, verschwindet der eine oder andere. Natürlich nur Bleistifte, schaue ich schon drauf. Jo, mega süß. Dann hier ein paar Strohhalme. Ich glaube, ich habe dir auch welche eingepackt, wenn ich mich nicht täusche. Aber mega schöne Sommerfarben, ne?
sieht man es. Ultra süß, oder? Dann haben wir hier, hat sie auch ein Klemmerchen gestartet. Das ist eine große Holzwäscheklammer, okay. Und ein großer Glitzerstein. Aber mega schön. Auch die Federn, ne? Wahnsinn. Dann hier ein Päckchen Glitzersteine. Ja, dann haben wir hier noch ein Klemmerchen. Auch süß. Oh Gott, wie klein die ist, ne? Ich glaube, ich kriege das gar nicht so klein hin. Ja, dann hat sie so einen schönen Tag gemacht. Sieht aus, wie wenn sie es mit Distress Oxiden gemacht hat, ne? Ja, dann hier ein paar Pailletten. Ein paar ist gut. Wirklich ein Riesenbeutel. Ja, in Schwarz. Was mega, mega toll ist. Ich habe ja nur die bunten hier. Na, also das sieht jetzt zwar aus, dass da welche dass da schwarze mit drin sind, aber die sind tatsächlich lila. Obwohl, ein schwarzer ist mit drin. Okay, aber so viele schwarze habe ich gar nicht. Finde ich mega cool. Und geh wieder rein. Ja, dann hat sie hier auch schön verziert. Das ist auch wirklich eine süße Idee, oder? Oh, da geht das Schleifchen auf. Süße Idee, ne? Mega süß. Ja, und dann hat sie hier noch ein paar Schüttelfenster hingemacht. Auch wunderschön verziert, ne? So schön kunterbunt. Ach ja, ich find's wunderschön. Ja, dann hier noch ein Klemmerchen. Dann haben wir hier noch ein paar Glitzersticker mit Sternchen. Auch sehr schön. Und dann haben, upsala, und dann haben wir hier ein irisierendes Papier. Alter, ist das schön. Wahnsinn. Stoff. Ist das ein Kick, oder? So wie es ausschaut. Ja, Tatsache aus dem Kick. Habe ich noch nie da gesehen. Wahnsinn. Damit lassen sich bestimmt wunderschön Meerjungfrauen machen. Ich habe so eine Stanze. Mal gucken. Aber mega schön. Das ist schade, dass nur ein Blatt drin ist, wie es ausschaut. Finde ich mega toll. Ja, und dann haben wir hier noch einmal einen Strohhalm. Der ist auch mega cool verziert, oder? Ja, echt wunderschön. Also Wahnsinn, wie viel Mühe sie sich gegeben hat. Jo, ich räume das jetzt alles wieder schön auf. Alles wieder schön ein, damit es schön ausschaut, wieder das Loaded Envelope. Ja, Schmetterling, Mensch, ich finde es so toll. Ja. Oder? Echt schön. Haha, das Washi-Tape mit den Fröschen. Ah, mein Gott, wie cool. Ja, das war mein Mini-Video. Habe ich im Stehen schnell abgefilmt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, der Ton ist trotzdem in Ordnung. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich bringe jetzt erstmal 1000 Pakete weg. Wahnsinn, was ich hier geleistet habe die letzten Tage. So nebenbei zwischen Bibi und Haushalt. Papa ist über der Vollzeit arbeiten. Ja, habe ich so nebenbei gemacht immer. Natürlich alles trotzdem schön, hoffentlich. Ja, die bringe ich dann erstmal alle weg. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, Niki, dir hat das Video gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über das Loaded Envelope. Mega schön, total sommerlich. Also wirklich Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.